Bärenmärktehandel ist eine der schwersten Übungen auf dieser Welt, weil die Rallyes, die Zwischenrallyes so immens impulsiv sind, so wie eben derzeit. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Aber wir haben es mit einem Bärenmarkt zu tun. Die Nachrichtenlage ist eigentlich katastrophal, wenn man sich die Dinge mal wirklich genau anschaut. Wir haben Earnings Revisions, also praktisch werden Umsatz respektive Gewinnerwartungen massenweise zurückgenommen. Es gibt massenweise Entlassungen, Ford gestern, Jaguar gestern. Es gibt eigentlich nicht wirklich viel Positives, sondern sehr, sehr vieles, was in Richtung Süden deutet bei Konjunktur und Unternehmen. Wir haben im Grunde die Situation, dass die Notenbanken nicht mehr so wirklich helfen. Gestern hatten wir ja die Rede von Jerome Powell, die im Grunde all das wiederholt hat, was er vorher gesagt hat. Man kann patient sein, geduldig sein, flexibel sein. Ja, was heißt aber genau patient? Was heißt genau geduldig? Das ist er schuldig geblieben. Relevant war allerdings seine Aussage zur Bilanzreduzierung. Und die sehen wir hier, die Bilanz der Fed. Die ist derzeit bei um und bei 4 Billionen Dollar. Sie müsse substantially lower werden, müsse also substanziell geringer werden. Und das ist genau das, was die Märkte eigentlich gestern nicht hören wollten, nämlich, dass die Bilanzsumme sich weiter reduzieren wird. Das entzieht den Märkten Liquidität. Deswegen hat man gestern ein bisschen verschnupft reagiert. Schauen wir uns mal dann das an, was ich sagte, mit den Gewinnerwartungen der Unternehmen. Wir sehen hier diesen Abverkauf des S&P 500, dann ging es jetzt wieder nach oben, aber die Erwartungen, Earnings per Share, also die Gewinnerwartungen pro Aktie bei den US-Märkten oder bei Firmen im S&P 500, die geht weiter deutlich nach unten. Mithin gibt es also eine Differenz zwischen dem Preis aktuell beim S&P 500 und dem, was eigentlich zu erwarten ist. Wir haben jetzt eine Counter-Rally, wir haben eine Gegen-Rally, die sehr impulsiv ist. Jetzt haben wir derzeit so einen entscheidenden Punkt, wo Bullen und Bären beide ziehen, beide schwer ringen, ob diese Rallye noch etwas weitergehen kann oder ob wir gleich die nächste Welle nach unten sehen. Wir haben die Situation, dass wir in vielerlei Hinsicht Krisenparameter haben. Wir sehen, die globale Geldmenge M1 geht zurück, weil die Notenbanken eben nicht mehr die freudigen Spender sind. Wir sind jetzt sozusagen hier schon knapp unter der Nullerlinie, weil eben die Fed hier agiert. Wir haben jetzt trotzdem diese Counter-Rally, diese massive Gegen-Rally gesehen mit dem stärksten Anstieg seit 10 Jahren. Gestern auch wieder positive Märkte. Wenn man sich mal die Bärenmärkte anschaut, dann sieht man, dass nur in Bärenmärkten wahnsinnige Rallye stattfinden. Etwa die größten Anstiege im S&P und Dow Jones sind im Bereich 2008, Anfang 2009, wo der S&P etwa einmal 11% gestiegen ist an einem Tag. Also das sind Dinge, die in Bullenmärkten normalerweise nicht vorkommen. Aber es ist eben immens schwierig, das zu handeln, weil diese Rallyes eben die Bären töten zwischendurch. Da ist also jede Menge Gefahr für beide Seiten. Für die Bullen, weil es massiv nach unten gehen kann. Für die Bären, weil es eben massiv nach oben gehen kann. Die Vola steigt, die Vola nimmt zu. Wir haben aktuell eben jetzt folgende Nachrichtenlage. Wir haben gestern Jerome Powell gehabt, leicht negativ würde ich sagen. Wir haben gestern Donald Trump mit der Aussage gehört, respektive mit der nochmal Bestätigung des Weißen Hauses, dass Trump nicht nach Davos zum Weltwirtschaftsforum gehen wird. Das bedeutet, dass Trump davon ausgeht, dass der Government Shutdown weiter andauern wird. Davos ist ja erst ab 22. Januar. Das heißt, wir werden wahrscheinlich weiter hier die Schließung der US-Behörden haben. Dann hat Trump heute Nacht nochmal gesagt, dass er jederzeit in der Lage sei, eben den Ausnahmezustand auszurufen, für die, um die Mauer zu Mexiko bauen zu können. Und wir haben als dritten Punkt positiv, leicht positiv, dass Mnuchin, Finanzminister Mnuchin, gesagt hat, dass wohl in der nächsten Woche schon Liu He, Vizepräsident, Ministerpräsident von China nach in die USA reisen wird. Das ist sozusagen immer dieses Hoffnungsmotiv, das wir sehen an den Märkten, dass diese Handelsgespräche schon weitergehen. Bisher zeigt sich, dass eigentlich nicht wirklich viel passiert ist, auch wenn beide Seiten natürlich sagen, ist doch alles ganz schick. Ist es schick? Das werden wir heute sehen, denn die Lage ist, wie gesagt, jetzt ziemlich kritisch. Wenn wir uns die Charts mal anschauen. Wir starten vielleicht hier gleich mit dem S&P 500. Wir haben praktisch die 2600er Marke erreicht, diese zentrale Widerstandszone nicht ganz erreicht, aber eben fast.
Es kann noch weitergehen bis 2630 im kurzen Zeitfenster, gar keine Frage. Aber es ist jetzt eine entscheidende Phase, wo man das Gefühl hat, wirklich wird gezogen. Gestern habe ich mir die Kursverläufe angeschaut, da habe ich das Gefühl, da ist wirklich ein Ringen da, da wird manipuliert, hin und her gezogen. Bei den US-Indizes, die US-Indizes sehen alle irgendwie ähnlich aus. Hier ein mögliches Doppeltop, das ist die große Frage. Wir sehen den Dow Jones knapp bei der 24.000er Marke. Was macht der DAX daraus? Der hat sich gestern ja sehr, sehr gut gehalten. Wir sind rausgegangen auf X-DAX-Basis bei 10.925, haben gestern dieses Hoch erreicht, 10.980, fast erreicht, das wir hier im Dezember hatten. Dementsprechend könnte das jetzt auch fertig sein. Wenn wir die 10.89 wirklich schaffen, dann Raum bis 11.1 und 11.2 im Prinzip. Diese Gaps, untere Gapkante, obere Gapkante, wäre dann locker drin. Schauen wir uns Euro-Dollar an, der wieder zurückgekommen ist, macht auch etwas sehr Typisches. Ausbruch nach oben über den Widerstand, dann geht es nach oben, dann kommt der Kurs wieder zurück, setzt auf dem Ausbruchsniveau an und geht von dort aus wieder nach oben. Dollar-Index knapp unter der 95er-Marke. Wir sehen Gold, das in einer Zickzack-Bewegung ist, 1294, Silber, 15,73 Dollar und Öl kann sich weiterhalten bei 52,57 Dollar. Wird so agieren, wie die Märkte eben agieren. Wenn Risk on ist, steigt Öl. Wenn Öl abverkauft wird, dann ist das auch negativ für die Märkte. Also, es ist so, dass noch nicht klar ist, wie weit diese Rallye noch gehen kann. Wir sind massiv überkauft, was die US-Indizes anbetrifft. Wir haben diese massive Bärenmarkt-Rallye. Gleichwohl deutet alles darauf hin, dass die nicht von langer Dauer sein wird. Die Parameter drumherum sind eigentlich katastrophal. Wir haben jetzt wirklich so Nachrichten, die man wirklich aus Rezessionen kennt. Massenentlassungen, massive Senkungen der Prognosen. Das ist eigentlich nicht das Szenario, in dem Bullenmärkte passieren. Aber es gibt auch in Bärenmärkte passieren, aber es gibt eben auch in Bärenmärkten Situationen, wo es massiv nach oben geht, weil Hoffnung da ist plötzlich, die meistens nicht begründet ist, aber sie ist eben da, so wie derzeit Handelsgespräche, so wie derzeit natürlich das Erleichterungsmotiv fällt, dass die nicht auf Autopilot die Zinsen weiter anhebt. Aber gleichwohl hatte Paul gestern den Liquiditätsentzug bestätigt. Also es wird ein schwerer, ein interessanter Ritt heute wieder mal für die Märkte mit dem Kampf vor allem in den USA um die 2600er Marke beim S&P. Was der DAX macht, werden wir sehen. Ich wünsche einen guten Start in diesen Tag und sage Servus.